21. Das Verhör. Mit Clemens Nicol und Markus Wallay. Name? Mauro Peter. Peter ist der Nachname? Tatsächlich, ja. Geburtsort? Luzern in der Schweiz. Aktueller Wohnsitz? Zürich. Lieblingskäse? Gruyère. Erlerntes Instrument? Stimme. Stimme. Mauro, dir wird Folgendes vorgeworfen. Geldgeilheit, Kollegenschwein und Emotionsfaker. Oh. Noch lacht er. Das sind harte Vorwürfe, ja. Geldgeilheit. Mauro, du bist festes Ensemblemitglied an der Oper in Zürich. Genau. Zwei Agenturen, richtig, die für dich arbeiten. Ja. Die eine davon heißt Machreich. Wann machst du deine erste Million? Oh, das ist noch sehr, sehr weit weg. Weil, man hat auch Ausgaben, nicht? In welches Land bringen eigentlich Schweizer ihr Schwarzgeld? Wo bringst du deins hin? Das bleibt in der Heimat, alles, was ich habe. Du fragst mich, wer ich bin. Du fragst mich, was ich habe. Willst du wissen, warum? Nächster Vorwurf, Opas Liebling. Dein Liedbegleiter Helmut Deutsch ist fast 70 Jahre alt, er könnte dein Großvater sein. Warum suchst du dir nicht eine heiße, leicht bekleidete, junge Pianistin, Mauro? Der Helmut ist einfach für mich der Beste und das hat sich wirklich super ergeben. Und ich muss ehrlich sagen, also dieser Altersunterschied, der ist nicht wahrnehmbar für mich, also wirklich minim. Vielleicht, dass man andere Gepflogenheiten hat, aber ich meine, er ist so jung geblieben und er spielt so jung und frisch und jugendlich. Das fällt gar nicht auf. Also das fällt den anderen sicher mehr auf als ich. Aber was hat Helmut, was diese Damen hier nicht haben? Valentina Barbor, Alisa Raott, Yuja Wang, Olga Scheps, das wäre doch... Ja, das sind alles sehr schöne Frauen, das stimmt schon. Nur habe ich jetzt das Glück, dass ich den Helmut schon kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, wie viel diese Damen, wie viel Lied begleiten, also wie viel Liedbegleitung sie machen. Was ist denn da wichtig? Also da ist natürlich wichtig, dass man genau das richtige Maß findet zwischen eben, dass es einerseits eine Begleitung ist manchmal und aber eben doch sehr selbstbewusst. Und diese Mischung ist gar nicht so einfach und manchmal für reine Konzertpianisten wahrscheinlich ist dann das Selbstbewusste fast zu viel, sodass es dann... es muss ja immer ein Zusammenspiel sein, oder? Und das macht der Helmut wie kein Zweiter. Und ich weiß nicht, wie diese Damen das machen würden, aber es ist auch noch keine zu mir gekommen und hat vorgeschlagen, mal was zu machen. Aber welche würdest du favorisieren von den vier? Keine, ich bleib bei Helmut. Ich bin ihm treu. Die Schweizer, so treu. Nächster Vorwurf, Dauergrinser, fällt mir jetzt auch schon auf hier, ehrlich gesagt. Ja. Auf jedem Foto auch, was man von dir sieht, immer gut gelaunt, nett, sympathisch. Nervt dich das manchmal selber, dass du immer so gut drauf bist? Nein, aber es stimmt, da muss ich leider, das lässt sich nicht entkräftigen. Ich bin wirklich manchmal ein bisschen ein Dauergrinser. Also da bin ich schuldig, ja. Wann fällt dir das Grinsen mal aus dem Gesicht? Ja, wenn ich konzentriert bin, wenn ich zu Hause bin, auch mal natürlich bei Proben. Also man ist nicht immer, ich möchte auch jetzt nicht irgendwie ein Sonnyboy sein, so wäre es jetzt nicht. Aber ein fröhlicher Mensch ist ja keine schlechte Sache. Aber ich bin schon eher ein positiver Mensch. Und wenn ich es mal nicht bin, wenn ich mal meine kleinen Krisen habe oder so, dann lasse ich die bei mir zu Hause und mache das quasi in einem geschützten Umfeld, dass man das dann da mit sich selber bespricht und jetzt nicht in der großen Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit. Wie lässt du das dann raus? Spielst du laut Schlagzeug? Haust du irgendwo drauf? Ja, das ist schon der eine oder andere Tisch oder die eine oder andere Tür hat leider schon leiden müssen. Nein, aber meistens geht es auch sehr gut mit Ablenkung. Also das
indem man zum Beispiel irgendeinen völlig bescheuerten Actionfilm schaut oder sowas oder ins Kino geht, Freunde trifft, das ist auch immer sehr schön. Das hilft dann schon wieder ein bisschen, um runterzukommen. Die werden dann einmal angeschrien und dann geht's. Nein, 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 die holen einen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Pseudosportler. Maurer. Du vergleichst es gerne, dein Bruder ist ja auch... Der ist der Richtige, das ist klar. Echter Sportler, Squash, glaube ich. Genau. Also richtig auf Weltniveau spielt ja, der. Du sagst ja immer, Singen ist Hochleistungssport. Wir möchten heute testen, wie fit bist du wirklich. Und da kommt jetzt ein epischer Zweikampf. Ein epischer Zweikampf. Okay, pass auf. Es ist ganz einfach. Du kennst es. Ich muss hier nur alles kurz sichern, weil wir machen Armdrücken und singen gleichzeitig. Auf die Plätze, fertig. Los. Kumbaya, 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 Kumbaya. Hilfe, ein Brocken. Oh. Ja, er ist fit, kann ich sagen. Einigermaßen. Oder du halt nicht, ne? Ich halt nicht. Ich kann weder singen noch Arm drücken. Nein, das lag am ich habe das Singen öfter geübt, vielleicht deswegen konnte ich das besser vereinen. Das war jetzt nur Glück. Ja. Offenbar blieben ich saße, hat der Vögel zugeschaut, und gesungen, und gesprungen, und Nestli gebaut. In der Garde bin ich gestanden, hat der Imbli zugeschaut, und brummet, und gesummet, und Zalleli gebaut. Oft Wiese bin ich gange, schaut die Sommervögel an, und gesogge, und flogge, gar schön händ's da. Und da kommt nu der Hansel, und da zeig ich ihm froh, wie es ich mache, und mir lache, und merket's alle so. Repertoire-Poser. Wie jeder Sänger hast du auf deiner Homepage, Mauro, Repertoire. Stimmt. Was du alles singen kannst. Wir werden mal testen. Nicht spicken. Ob du das auch wirklich drauf hast, was du da angibst. Und da der Markus ja ein sehr versierter Sänger ist, wird er eine Passage vorsingen und du singst weiter. Sehr guter die Platz. Die Weisheitslehre dieser Knaben sei mich mir ins Herz gegraben. Das kenne ich. Das war Tamino. Genau, richtig. Aber das ich komme. Das, ja, okay, das ist leicht. Jetzt immer schwerer. Markus, was brauchst du für einen Ton? Ein A. Ein A? Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille, um uns damit zu zeigen, dass ein erbarmensvoller Wille. Das ist der Vorspiel zur zweiten Arie Matthäus Passion, oder? Ja. Und jetzt kommt der Brocken. Sind wir bei einem D angekommen. D? Mhm. Ach du. Der Stein ist scharf, ich fehle nicht, den Hasen muss ich haben. Aber der Stein ist scharf, den Hasen muss ich. Der Kerl soll uns zum Hauptgericht, zum Hochzeitsspaus laben. Irgend sowas, oder? Ja, genau. Sehr gut. Das stimmt. Das gibt's auch nicht. Das haben wir aber schon ein paar Mal gemacht, ja. Schubert, der Hasen, der Hochzeitsbraten. Das ist ein super Stück. Okay. Aber... Ja, aber ich, leider muss ich dir schon recht geben, ein bisschen Poser ist es schon, weil ich habe da ehrlich zugegeben schon Spaß, dass das so viele verschiedene Sachen sind. Also es ist natürlich jetzt nicht nur einfach, dass ich jetzt ein Show auf sein will, aber es ist so, dass es mir schon Spaß macht, dass ich eben Konzert, Lied und Oper, dass ich da die Möglichkeiten habe, so viel zu machen. Also du hast jetzt wirklich, das letzte war ziemlich schwierig, aber wie viel hast du da wirklich abrufbar sofort? Sofort sind schon viele. Also ich meine, das Verrückteste ist wirklich, dass ich jetzt wahnsinnig viele Schubert-Lieder gemacht habe. Das sind wirklich viele. Und es ist schon so, also jetzt von der Schubertiade habe ich jetzt auch das letzte Mal ein paar mit Noten gesungen. Das könnte ich jetzt nicht auswendig so aus dem Stegreif. Das nicht. Aber ich habe einfach, für mich ist es nicht so jetzt, dass ich sagen kann, das kann ich alles. Sondern für mich ist es interessant zu schauen, das habe ich alles schon gemacht.
Und da sind eben zum Beispiel auch die Anfänge hier mit dem Bayerischen Rundfunkorchester und dem Ulf Schirmer dabei. Das sind ganz kleine Rollen im Fürstenkind zum Beispiel von Franz Lehár. Aber ich finde das einfach toll, dass ich die auch mal irgendwie gemacht habe. Und ja, es ist auch für mich interessant zu sehen, was dann alles schon so war oder wo das war. Und sag mal, ja, das war lustig, das waren die Anfänge, das war sehr schön. Wir kommen zum letzten Teil des Verhörs, das Kreuzverhör. Okay. Käse oder Schokolade? Käse. Schubert oder Mozart? Kann ich mich nicht entscheiden. Beides. Luciano Pavarotti oder Fritz Wunderlich? Fritz Wunderlich. Hohes C oder frisch gepresst? Frisch gepresst. Tenorschal, weiß oder bunt? Bunt. Die schöne Müllerin oder die falsche Gärtnerin? Die schöne Müllerin. Ja. Gut. So, jetzt kommt's aus. Ob ihr mich gehen lasst. Markus. Ja. Eigentlich kann man ihm nichts Böses, oder? Es ist also sehr schon schwierig. Alles wasserdicht. Nur Kavaliersdelikte oder wie? Nur, wenn überhaupt. Ja. Ja, aber gewisse Sachen ließen sich nicht entkräftigen wie der Dauergrinser, das muss ich leider sagen. Und ich glaube, in Zukunft ist da schon noch Potenzial nach unten. Ich glaube auch, dass er viel jetzt noch so unter dieser Hülle versteckt. Ja. Dass da brodelt's. Aber es kommt mit den anderen Rollen, wenn du was anderes singst. Aber das ist kriminelle Potenzial. Ja. Okay, ja. Eidesstattliche Erklärung. Ich versichere bei Eide, alle Fragen der Wahrheit entsprechend beantwortet zu haben. Alles, was ich gesagt habe, kann und wird gegen mich verwendet werden und so weiter und so weiter. Bitte. Voilà. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke dir. So. Prost. Also Sebastian, der war heute extrem dirty. Der Kaffee. Also der war so richtig pure U21, das Verhör. Zum Anschauen und als Videopodcast unter brklassik.de.